Wir sind hier im Limpechtal, das ist Kanton Solothurn. Wir sind hier an der Grenze zum Kanton Bern. Hier ist eine Landwirtschaft mit durchschnittlich 16-17 Hektaren Grösse. Es sind viele gemischte Betriebe, wir haben sehr viel Ackerbau mit Milchviehhaltung oder Schweinezucht. Ich selber bin Beat Weiss, bin Landwirt hier in Oberramseren, ein 100-Seelen-Dörfli am Fuss des Buchiberg. Ich habe einen Betrieb 20 Hektaren mit einem Lohnunternehmen, wo wir vor allem Lohnsaaten, Bodenbearbeitung machen. Und ich bewirte diesen Betrieb mit meinem Mitarbeiter und meiner Frau zusammen. Wir haben uns nur noch auf Saaten spezialisiert, Saaten- und Bodenbearbeitung. Und die hier von A bis Z jede mögliche Maschine und jede Saattechnik anbieten. Mulchsaaten, Direktsaaten, ohne Bodenbearbeitung, mit Minimalbodenbearbeitung. Das ist eigentlich die, unser Kerngeschäft, das wir machen. Mein Vater hat schon Lohnarbeiten gemacht, hat allerdings Erntearbeiten gemacht. Und Erntearbeiten wollte jeder plötzlich machen. Plötzlich. Und da sind wir darauf gekommen, dass wir probieren können, etwas anzubieten, was vielleicht ein bisschen heikler ist, was schwieriger ist. Das heisst Saaten. Und angefangen hat es mit der Seilmaschine einzukommen, mit einer Bandspritze. Nur für unseren Betrieb. Und da sind Bauern sich fragen, ob man das bei ihnen auch machen würde. Und so bin ich nachher in das ganze Geschäft hineingewachsen. Wir haben hier sehr schwere Böden im Limpechtal. Gegen die schöne Härte hat man Hunger in den Boden hineingedrückt und der Schwert nass rausgenommen. Und irgendwann hat man probiert, diesen Weg etwas zu machen. Und es ist gut gekommen, erstaunlicherweise. Und dann hat es dann angefangen. Nachher. Wir haben hier den Pflug. Das ist eine Maschine, die wir eigentlich auf unserem Betrieb sehr selten einsetzen. Ich denke, die Pflüge mit dem ganzen Ackerbau angefangen. Unsere Vorvorfahren die haben den Boden müssen wenden, dass sie ihn urbar machen konnten, dass sie ihren Saat gut aussehen konnten. Wir hatten damals noch keine Chemie gehabt, oder hatten nicht irgendwelche Methoden gehabt, um das Suchrut kaputt zu machen. Und dann war der Pflug eigentlich sehr etwas Sinnvolles gewesen. Also wenn man bei den nassen Verhältnissen arbeitet, wenn man zu tief arbeitet, dann ist Schattenpflug am Boden sehr stark. Oder wenn man Hänge pflügt, vielleicht, wo stärkst erosionsgefährdet sind, denke, das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt. Der Pflug ist nicht wegzudenken, aber ist sicher nicht nötig, dass man ihn immer einsetzt. Es gibt Möglichkeiten, für genau gleich Erfolg zu haben, ohne Pflug. Das wäre der Pflug. Dann kommen wir zur Maschine. Maschine Seilkombination, sagen wir dem. Das fängt an mit einem Rotor. Wir haben auf 3 Meter Breite 66 Messer, die den Boden bearbeiten. Walzen, Seilmaschine und hinten dran noch Spritzen. Ja, mit dieser Maschine können wir eigentlich über jedes Feld fahren. Wir können über ein Grasfeld fahren, wir können über Maisstroh fahren, wir können in Rückstände hineinsäen, wir können aber auch über das Gruppenrütten oder gepflügte Felder bearbeiten. Das ist die Maschine, die wir am meisten einsetzen, die sehr viel Fläche macht. Getreide, Erbs, Raps, Gras, Gründüngung. Das ist eigentlich eine Kombimaschine für alles und in jedem Verhältnis. Streifenfräse, das ist die Maschine, die eigentlich vor rund 10 Jahren ist populär geworden. Wir haben im Maisanbau viel mit Erosionen zu kämpfen gehabt. Wir haben neue Wege gesucht und da hat der Witzig Walter aus Feldbach hat damals die Streifenfräse entwickelt als Prototyp. Wir haben das damals in der Presse ein bisschen verfolgt, aber dann einer von den ersten, der die Maschine gekauft hat, die man sie kaufen konnte. Das Prinzip ist so, mit den Gruppen das Gras auffräsen, zurückverdichten und nachher sofort säen und hinten dran wieder spritzen. Das ist mit einem Arbeitsgang ist das Mais im Boden. Erosion ist gleich null.
Das ist vielleicht am Anfang sind auch Fehler gemacht worden. Wir hatten schlechte Ernte gehabt. Mais, jetzt beim Mais im Speziellen, das ist sehr schlecht aufgelaufen. Die Schlitze, die wir hier gemacht haben, sind wieder auf. Es ist vertrocknet, die Schnecken sind dahinter. Wir hatten einen schlechten Start gehabt und der Saat und der Start ist der Ernte, oder? Wenn das gut ist, hat man eine gute Ernte. Und da haben wir Mühe gehabt am Anfang, weil wir haben es nicht kennt, wir mussten unsere Erfahrungen sammeln. Das ist ein Moment gegangen. Okay, gehen wir zum nächsten. Das ist Einzelkorn-Säimaschine, die für Rüben, Sonnenblumen und Mais geeignet ist. Wir können hier in gegeckte Felder rein, also in vorbereitete Felder rein säen. Wir können Mulchsaaten machen. Das heisst, wir haben hier nie eine Schar, die durch den Boden streicht, sondern alles schieben. Alles ist in Bewegung, alles dreht. Und durch das haben wir nie, dass es irgendwie etwas nachschleift, das Erntenrückstände nachschleifen. Und die gleiche Maschine ist nachher auch, für wenn wir Direktsaat machen wollen, dann können wir eigentlich rüben, können wir jetzt hier in ein Grasfeld hineinsäen, problemlos. Bedingung ist natürlich, dass das Gras nachher abgespritzt wird. Und dann kommen wir noch zur reinen Direktsaatmaschine. Das ist eine von der ersten, die in der Schweiz war, von der Direktsaatmaschine. Die ist eigentlich sehr eine grobe, raue Maschine. Wer eigentlich macht für die grossen Flächen in Brasilien. Es ist eine einfache Maschine. Und mit der können wir Getreide, Erbsen, Gründüngungen, Grasmischungen, Klee, können wir direkt in alles hineinsäen. Es gibt selten Verhältnisse, wo es nicht geht. Auch diese Maschine nie einsetzen, wenn es nass ist. Es hat keinen Wert und es ist schade. Es ist schade um die Technik. Schaust du bei der Bereifung deiner Maschine? Durch die sehr stark legen wir Wert darauf, dass wir gute Bereifungen haben. Oder? Das ist jetzt ganz ein neuer Reifen. In dieser Bereifung kommen wir auf 0,4 bar Bodenabrissdruck. Und laut Bodenschutzfachstelle wäre 1 bar ist erstrebenswert. An den anderen Maschinen, die sie jetzt nicht anbauen, tun wir eigentlich bei den Saaten immer Doppelrad einsetzen. Aber wir können mit dem Doppelrad kommen wir nie auf die niedrigen Werte runter, die jetzt der Reifen hier uns bringt. Für den Boden ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben das einsetzt. Wir machen das jetzt sicher 10 Jahre, ja. Die Saaten, und wir leben von dem und leben für das. Ja. Da ist in dieser Maschine ist ein bisschen unser Herzblut drin.